Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Together Pokémon Platin, nicht Smaragd, Platin, mit Nick, sieht man da ja auch, nicht mit Max. Und ich habe keine Ahnung, wo wir sind und ich habe keine Ahnung, warum. Auf jeden Fall würde ich erstmal sagen, Konfusion auf Pachirisu und Pokémon wechseln auf Honeyball. Klingt sinnvoll, ist aber so. Wo kämpft man denn bitte schön einen Doppelkampf gegen Pachirisu und Panflam? Ich habe gerade keine Ahnung. Naja, egal. Wow. Das hat reingehauen. Egal. Das hat ja mal überhaupt nicht reingehauen. Was haben wir denn noch? Wir haben noch Staravia, aber irgendwie... Ah komm, ich setze es trotzdem ein. Auch wenn wir ein Elektro-Pokémon gegen uns haben. Aber ich töte das jetzt einfach mal. Karate Kid braucht echt eine Kampfattacke, sonst kann das nichts. Na gut, der Angriff vermindert ist sehr schön. Und natürlich auf Staravia, wo sonst? Naja, ich spüre aber mal ein bisschen vor. Warum sind die alle verwirrt hier? Flügelschlag auf Pachirisu, auf Panflam. Und nochmal Biss auf Pachirisu. Scheiße. Was machst du denn, Nick? Was lässt du mich hier raus? Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich ihn auch nicht in einem besonders tollen Kampf rausgelassen, aber... Nee. Ist doch nicht schön hier. Ich mach mal Rückzug, Hieb... Ah ne, Rückkehr. Rückkehr mache ich auf. Ah, ich bin gerade irgendwie ein bisschen zerstreut. So, Rückkehr auf Pachirisu und Kraftreserve auf Panflam. Hat gut geklappt. Ah, ist effektiv. Praktisch. Das heißt, es wird Wasser, Boden oder Stein sein, die Kraftreserve. Was jetzt gegen Pachirisu nur in einem Fall helfen könnte. Ja, die Frage ist, ist Nick schneller? Wahrscheinlich eher nicht. Also gegen Rückzug hebe wahrscheinlich auf jeden Fall nicht. Obwohl, es hat überlebt. Cool. So, hoffen wir mal, dass Kraftreserve Boden ist. Nein, ist es nicht. Und Nick ist auch tot. Super. Toll fängt es an hier. Ja, nochmal Kraftreserve. Hey. Und töte mich. Komm. Töte mich. Gib's mir. Oh, okay. Ich meine, ich hätte ja auch mal irgendwen heilen können, ne? Fällt mir jetzt gerade erst auf. Aber hey. Kriegt Karate Kid halt die ganze Erfahrung für sich selber. So. Rückzugweg, ja. Wie mach ich? Ich bin echt ein bisschen plemplem gerade. So. Das müsste es dann gewesen. Ach, geh doch kacken. Mein Gott. So, egal, wo sind wir? Sind wir schon in Herzhofen? Ich denke nicht. So, heil du mal. So, wo sind wir denn? Wir sind in Erzlingen. Ja, okay, das macht Sinn. Dann waren wir auf dem Weg nach Herzhofen. Gut, dann nehme ich mal an. Ah, ne, er war hier. Was hat er denn sonst noch? Was hat er denn gemacht? Was hast du gemacht, Nick? Ich hab dich doch am Fahrradweg rausgelassen. Naja, egal. Von mir aus. So, mit Bammelin ist das Ganze vielleicht etwas angenehmer gerade. Das macht eine Aquaknarre auf Panflam. Und es ist immer noch schneller, dieses Scheißding, ey. Und warum zieht Aquaknarre so wenig?
Nee. Irgendwie bin ich nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden gerade mit dem, was hier abgeht. So, Maurice kriegt Heilung. So, und Maurice greift wieder mit Aquaknarre Panflamme an. Kann ja nicht sein hier. So, worauf geht Pan... Okay, Karate Kid wird tot sein, ist auch egal. So. Honeyball, warum nicht? Also ich muss gleich, glaube ich, nochmal eine kleine Trainingseinheit machen. Hab ich momentan gar keine Lust drauf, ehrlich gesagt. Aber hey, egal. Was sein muss, muss sein. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ist doch zum Kotzen. Haben wir noch so, Nick? Ja, komm, hau raus. Honeyball setzt Biss ein, Nick setzt Rasierblatt ein. Ja, mach mal Charme. Ist mir egal. Obwohl, nee, Rasierblatt ist physisch, ist mir nicht egal. Ja, natürlich brennt es. Wird jetzt auch nichts abziehen. Ach Gott, wie dumm das gerade läuft. Huch, das wird zu viel. Ist immer noch zu langsam. So. Flügelschlag auf Panf. Ich bin total dumm gerade. So. Rückkehr. Rasierblatt. Ja, natürlich. Kann man mehr Pech haben als ich gerade? Es ist doch nicht feierlich hier. So. Nick versucht Biss zu erlernen. Ja, danke. Mach das. Panzerschutz braucht keiner. So. Lucia erreicht auch Level 22. Das ist schön. So, und jetzt stirb. Du scheiß Pachirisu. Stirb einfach. So. Mein Gott. Was? 7,5 Minuten hat der Scheiß jetzt gekostet. Wow. Ich kann mir denken, warum Nick nicht sehr weit gekommen ist. Eine Fresse. Dumm. Ja, aber wo gehe ich jetzt also so gut trainieren? In der Höhle am besten. Ja. Nee. Naja, egal. So. Fahrradfahren habe ich gesagt. Jung. So, ein Wanderer. Wen haben wir vorne? Ich glaube immer noch Mediti. Ist nicht so praktisch. Es kann ja keine Kampfattacke. Das ist blöd. Dann wechsle ich mal auf den einen da. So, Maurice heißt er, genau. Karate Kid. Das sollte jetzt eigentlich kein Problem sein. Intensität 6. Na, nicht so schlimm. So, Aquaknarre. Und tschüss, Kleinstein. Das sollte reichen. Danke. Das geht. Ja, ich bleib mal dabei. So, Aquaknarre. Ja, Nasknet hat extrem viel Verteidigung in beiden Werten. Härtner nützt jetzt aber gerade gar nichts. Rückentzug, ja, nützt dir gerade auch überhaupt nichts. Gut, dann gehe ich mal nochmal zum Pokécenter. Boah, ne, ich muss echt trainieren. Hab ich aber keinen Bock zu, Mann. Egal. Herzlingen. Spannende Folge, oder? Ne, überhaupt nicht. So. Ich nehme deine Pokémon für einen Moment in meine Obhut. Deine Pokémon sind wieder topfit. Ey. So.
Fahrrad fahren. Jetzt kam, glaube ich, noch eine Kämpferin, oder? Irgendwie. Nee, sogar schon. Ach, hau doch ab. Hi Opa, wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich? Ach, irgendwas zwischen fantastisch und hoffnungslos. Aber um mich geht es gar nicht. Ich habe hier etwas Schönes für dich. Krieg ich jetzt nicht den Kampffahnder? Ich glaube, ich krieg den Kampffahnder. Das wäre sehr praktisch. Verstehe, du willst den... Jawohl, den Kampffahnder. Sehr schön. Ja, da macht das Trainieren dann doch ein bisschen mehr Spaß mit. Mit diesem Kampffahnder kannst du rückkampffällige, kampfwillige Trainer finden. Oh, Opa, hast du jetzt schon einen Pocket? Jawohl, hast du. Dann bekommst du dann du noch das hier. Die richtige Belohnung für deine harte Arbeit, Opa. Ja, brauche ich nicht. Kampffahrer ist besser. Ja, komm. Der Rest ist unwichtig. Gut, dann würde ich sagen, ich trainiere einfach mal auf dieser Route unsere Pokémon jetzt aber mal so richtig. Weil so geht das nicht. Und wir sehen uns dann gleich. Ciao. Beziehungsweise nicht ciao, bis gleich, egal. So, jetzt habe ich keinen Bock mehr zu trainieren. Der Großteil, naja, der drei Stück sind auf 25, Honeyball 24, Karate geht auf 23 und Uschi ist geschlüpft. Ey, ein Togepi. Ja. Braucht man eigentlich nicht, aber hey, wir haben ein Togepi. So, es hat jetzt doch irgendwie länger gedauert, als ich dachte, auch wenn es gar nicht so viele Level waren. Die Menge macht's, also die Menge an Pokémon. Und hier haben wir einen super Trank und ich würde sagen, ich gehe dann nochmal ein bisschen weiter, damit wir auch ein bisschen vorankommen noch. Und ich habe mal, achso. Ja, aber egal, ich habe mal nachgeguckt, Mediti erlernt in nächster Zeit keine Kampfattacke, das heißt, heißt das. Naja, egal. Laut deiner Theorie wurde der Kraterberg als erstes in Sinnoh geschaffen. In einer neu erschaffenen Welt. In einer Welt, wo nur die Zeit floss und der Raum sich dehnte, sollte es keine Zwiste geben. Doch was wurde aus dieser Welt? Durch die Schwäche des menschlichen Geistes verbreitete sich Streit. Die Welt wird durch Streit zugrunde gerichtet. Es ist eine sehr traurige Geschichte. Mach das. So, ich habe schon wieder vergessen gehabt, wie ich den gesprochen habe. Wahrscheinlich wieder völlig anders als beim letzten Mal, aber egal. Ein Klingplim, aha. Bin ich gerade nicht daran interessiert, dich zu bekämpfen. Vor allen Dingen mit den Attacken nicht. So. Mein Gott. Ich mag keine Höhlen. Ein Kleinstein. Ich habe übrigens rausgefunden, die Kraftreserve von Metidi ist Gestein. Weil es war gegen Stein nicht effektiv. Deswegen habe ich das geschlussfolgert. Naja, egal. So. Dann sind wir jetzt hier Route 208. Und ich würde sagen, mache ich den Kampf noch? Ach, ich mache den Kampf noch. Ist ja noch ein bisschen. Wenn ich gewinne, teilst du da dein Essen mit mir? Nein. Ich denke nicht. Moritz. Und da hat gerade irgendwas, geflasht, aber ich glaube, das war auf der Aufnahme gar nicht zu sehen. Das waren in Seitenrändern. Keine Ahnung. Ach komm, Konfusion. Oh Gott, Felsgrab. Müsste gar nicht so viel abziehen. Ne, okay. Initiative sinkt, egal. Wir hätten auch Felsgrab, fällt mir gerade so ein. Wäre zumindest irgendeine physische Attacke. Könnte ich eigentlich meditiv beibringen. Ach, und apropos physisch, Dingens, Maurice hat Wasserdüse erlernt. Das ist praktisch, weil Wasserdüse ist physisch und Bamelin hat mehr physischen Angriff als speziellen. Ah, komm, das wäre jetzt blöd. Ich möchte es in der Folge noch beenden hier. Sieht aber gut aus. Ja, komm, es passt. So.
Und dann möchte ich, wenn möglich, Nick noch in den nächsten Kampf lassen. Zuerst hungerten wir nach Essbaren und jetzt hungerten wir nach Sieg. Ja, da ist er doch. Okay, dann würde ich sagen, bei Nick geht's weiter. Wir sehen uns dann in der übernächsten Folge. Bis dahin und ciao!